Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Lyant streamte Dagi B auf seinem Twitch-Kanal. Sie reagierten live auf alte Videos, unter anderem auf das Video, in dem sie ihre Trennung vor 4 Jahren bekannt gaben. Und dann verrät Dagi, dass sie Lyants Ex-Freundin Katrin gar nicht so cool fand. Ich fand das so krass, Alter, wo ich dich gefragt habe. Und meinte, ja, und hast du eigentlich schon so eine neue und so? Das ist eigentlich so 1-2 Monate danach oder so, ungefähr in der Zeit, kurz davor, wir uns getroffen haben. Und du mir ein scheiß Bild geschickt hast von der nicht so, Alter, ich kenn die! Ja. Ich kenn die! Leute, das Krasse ist, Katrin war früher mit Dagi befreundet. Vielleicht kennt ihr ja meine Cousine Tina, Tiny Tina. Das war die beste Freundin? Das war die beste Freundin von Tina, die war in einer Klasse. Guck mal, ich habe nicht so ein gutes Verhältnis zu der gehabt, schon damals nicht mit Tina so. Ich habe mich so mit der verstanden, so oberflächlich und so, aber es war jetzt kein Beef oder so. Und ich war auch nicht böse oder so oder keine Ahnung, auch gefuckt, dass sie zusammen waren oder so. Aber dann hast du eine richtig ekelhafte Aktion gemacht. Lyant schrieb seiner Ex Dagi B nämlich, dass seine Freundin Katrin auf demselben Event wie Dagi sein wird. Hi Dagi, das war auch nett gemeint von dir. Ja, es war nett gemeint. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Er schreibt, hi Dagi, du bist ja heute auch auf dem Benefit-Event. Die Katrin ist auch da. Kannst du dich bitte um sie kümmern? Die ist alleine da und ich so, Alter, die Ex-Freundin und die Freundin sollen auf einem Event zusammen, wo wir kein Wort seit Jahren miteinander gewechselt haben. Und sie, die eigentlich auch nicht wirklich... Wie gesagt, wir hatten keinen Kontakt so. Ja. Aber ich war trotzdem mit der an dem Abend. Und Alter, aber das macht man nicht. Dagi fand das damals ziemlich uncool. Doch heute können die beiden drüber lachen. Gewusst? Den ersten Auftritt hatte die damals noch unbekannte Dagi B vor 7 Jahren in einem Musikvideo von Lyant. Wie anders die beiden damals noch aussahen, siehst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonniere unseren YouTube-Kanal starzip.de.